Hi, schön, dass du mal wieder auf meinem YouTube-Kanal eingeschaltet hast. Ich bin Steffi und auf meinem Instagram-Account fräulein1000schön und hier gibt es immer jede Menge Content und Inspiration rund ums Thema Nähen, Plotten und Sticken. Heute darf ich dir eine coole Nähanleitung in Kooperation mit Snappy präsentieren. Snappy hat mir netterweise alle Materialien dafür zur Verfügung gestellt. Wir nähen heute zusammen aus dem Snappy-Magazin ein Gratis-Schnittmuster vom EMF-Verlag, und zwar diese Kindersweatjacke aus dem Buch Alles Jersey. Du siehst die hinter mir schon hängen und die möchte ich heute mit dir nähen. So eine Sweatjacke ist ja ein absoluter Allrounder in jedem Kinderkleiderschrank, und die hier finde ich wirklich besonders schön, weil die innen zum einen mit dem Beleg hier gearbeitet ist, das heißt, der Reißverschluss ist schön versteckt, und hier gibt es noch einen Kinnschutz, damit der Reißverschluss nicht kratzt bei den Kleinen. Die kannst du echt wunderbar kombinieren. Du siehst hier, meine ist ziemlich wild geraten. Ich habe einen Niki-Stoff in zwei verschiedenen Farben gewählt, kontrastige Bündchen, kontrastigen Reißverschluss, noch ein paar Patches, und dann wird da ein ziemlich cooles Teil draus. Du kannst aber natürlich auch eine relativ schlichte Variante nähen, einfach was Spruch. Das Schnittmuster findest du, wie gesagt, gratis im Snappy-Magazin. Habe ich dir in der Infobox verlinkt, und im Snappy-Magazin gibt es eigentlich jeden Monat 3 bis 4 coole neue Nähanleitungen, gratis Schnittmuster, Plotterdateien und vieles mehr. Alles, was du für die Sweatjacke brauchst, habe ich dir auch in der Infobox verlinkt. Da gibt es auch einen Einkaufszettel für den Snappy-Online-Shop. Genäht wird die Sweatjacke mit elastischen Stoffen und auch elastischen Stichen deiner Nähmaschine. Entweder an der Overlock oder, wenn du eben keine Ovi hast, dann an der ganz normalen Nähmaschine mit elastischen Stichen wie dem Dreifachgrad oder Zickzackstich. Da solltest du dann auch eine Jersey-Nadel verwenden, damit dein Stoff das alles gut mitmacht und die Maschine das Stöffchen nicht frisst. So, weil das heute eine bisschen längere Anleitung ist, gibt es nicht so viel Gequatsche von mir, und wir legen einfach direkt los. Also Schnittmuster runterladen im Snappy-Magazin, ran an die Stoffe, eventuell noch im Snappy-Online-Shop ein bisschen was dazu shoppen, und los geht's. Ich freue mich drauf. Alles, was du brauchst, habe ich dir in der Infobox verlinkt. Da findest du auch einen Einkaufszettel für den Snappy-Online-Shop, und da findest du dann alle Materialien, aus der ich meine Sweatjacke genäht habe. Als erstes schneidest du dir deine Stoffteile gemäß den Papierschnittteilen so. Die Nahtzugabe, die musst du selber hinzufügen. Das hängt natürlich davon ab, ob du jetzt mit 0,7 oder 1 cm nähst. Dementsprechend fügst du die hinzu und übernimmst erstmal alle Knipse bzw. Markierungen, wie ich gerade hier an der Ärmelnaht von dem Papierschnitt, auf die Stoffteile. Wunder dich bitte nicht, die aufgesetzte Bauchtasche und auch das Vorderteil, die werden zwar im Stoffbruch, aber auch mit einer Nahtzugabe zugeschnitten. Das hat den einfachen Sinn, dass, ich klappe das jetzt mal auf, man so diese Bauchtasche wunderbar platzieren und aufsetzen kann, und dann wird das Vorderteil, wenn die Bauchtasche aufgesetzt ist, durchgeschnitten. Für die Bauchtasche brauchst du aus deinem Bündchenstoff 2 Streifen, jeweils 4 cm breit und ein bisschen länger als die Tascheneingriffe. Die steckst du hälftig links auf links, also die nicht schönen Seiten aufeinander, und klippst dann diese lange Strecke mit ein paar Stoffclips erstmal zu. Und diese gefalteten Bündchenstreifen, die kommen jetzt mit der offenen Kante an die Kante dieser seitlichen Tascheneingriffe, dieser aufgesetzten Bauchtasche. Und da steckst du die ja so leicht gedehnt fest. Jetzt nicht wirklich dollen Zug ausüben, sondern einfach so ein bisschen dehnen. Und beim Annähen gleich wird das auch leicht gedehnt. Annähen kannst du das Ganze mit der Overlock oder einem elastischen Stich deiner normalen Nähmaschine. Das wäre zum Beispiel der Dreifachgradstich oder der Zickzackstich. Am Anfang und Ende der Naht, wenn du mit der normalen Nähmaschine nähst, gut verriegeln. Bei der Ovi natürlich nicht, da werden dann hinterher die Fäden eingezogen. So, du siehst hier, ich nähe das heute mit der Overlock und deshalb auch den Streifen ein bisschen länger zugeschnitten. Das ist beim Annähen einfach ein bisschen einfacher. Und jetzt nähe ich das Ganze unter so einem leichten, wirklich minimalen Zug an, damit sich das hinterher schön in die Rundung des Tascheneingriffes legt. Und wenn du das dann angenäht hast, dann kannst du das alles ein bisschen in Form ziehen, die Nahtzugabe nach innen legen und diese Kante gegebenenfalls ein bisschen ausbügeln. Und diese Kante vom Tascheneingriff, die wird jetzt nochmal abgesteppt. Das kannst du an der normalen Nähmaschine machen mit einem elastischen Stich, also Dreifachgradstich oder Zickzackstich oder Fake-Overlockstich. Oder wie ich jetzt gleich, wenn du hast, mit einem Coverstich an der Coverstitch oder Coverlookmaschine. Was sich hier in jedem Fall ganz gut macht, ist ein kontrastfarbiges Garn. Ich habe mich jetzt hier für so ein Mint entschieden, weil ich diese Farbe gleich bei meinem Hauptstoff nochmal aufgreife. Und dann hat man hier im Tascheneingriff bei der abgesteppten Naht auf jeden Fall nochmal einen schönen Eyecatcher. Das siehst du jetzt hier.
Die obere Kante und die beiden kurzen Seitenkanten von dieser Tasche, die werden jetzt versäubert. Entweder an der Overlock oder eben mit einem Fake-Overlock-Stich oder Zickzack-Stich. Und wenn du das mit der Overlock gemacht hast, dann werden die Fadenraupen jetzt nach innen gezogen, damit du hier die Ovi-Naht auch wirklich sauber hast. Wenn du das erledigt hast, dann schlägst du diese beiden Seitenkanten und die obere Kante im Rahmen deiner Nahtzugabe um. Die hast du ja selbst bestimmt beim Zuschneiden und das schlägst du jetzt nach innen ein auf die linke Stoffseite. Fixierst das mit Stoffklammern oder Nadeln. Eine saubere Platzierung markierst du dir jetzt an deinem Vorderteil, die untere Mitte und an deiner aufgesetzten Tasche auch. Und dann kannst du diese Knipse einfach übereinander legen und mit ein paar Klammern oder Nadeln fixieren. Und dann fixierst du diese aufgesetzte Tasche erstmal an der Unterkante des Vorderteils. Da bleibt das dann auch offen und dann kannst du erstmal deinen Stoff wirklich schön glatt ausstreichen, dass sich nirgendwo Fältchen legen. Wenn du das erledigt hast, dann steckst du die aufgesetzte Tasche jetzt mit Stecknadeln wirklich schön auf deinen Stoff, ohne dass du irgendwelche Fältchen einlegst, gegebenenfalls diese umgeschlagenen Kanten nochmal ein bisschen zurechtzuppeln und dann wirklich mit ein paar Nadeln sehr schön und sauber auf dem Vorderteil fixieren und bevor du das gleich festnähst, auf jeden Fall auf der Rückseite auch nochmal kontrollieren, ob du wirklich keine Falten gesteckt hast. Das geht gerade bei den elastischen Stoffen einfach sehr, sehr schnell. Aufgenäht wird diese Vordertasche an den beiden kurzen Kanten und an der oberen Kante knappkantig. Am besten mit einem Dreifachgradstich an der Nähmaschine, damit der Stich auch elastisch ist. Ich starte an diesen Tascheneingriffen immer so ein Stückchen oberhalb dieses aufgesetzten Bündchens, weil so ein Tascheneingriff, der ist ja wirklich einer größeren Belastung ausgesetzt, gerade bei den Kiddies, und dann ist die Naht einfach ein bisschen mehr gesichert. Das heißt, du siehst das jetzt hier, ich habe ein Stück oberhalb gestartet, nähe einmal vor und zurück zum Verriegeln und steppe das Ganze dann mit dem Dreifachgradstich knappkantig, also mit einer Nahtbreite von ungefähr 0,2 ab. An der anderen Seite und der Oberkante mache ich das dann genauso. Erst jetzt wird das Vorderteil geteilt. Das heißt, du markierst dir die obere und untere Mitte deines Vorderteils und ziehst einfach am besten mit so einem Patchwork-Lineal oder einem langen Lineal eine Verbindungslinie mit einem Markierstift und dann schneidest du dein Vorderteil vorsichtig, sehr sauber an dieser Linie durch. Und so kannst du echt gewiss sein, dass du zwei identische Vorderteile hast. Denn wenn wir jetzt einzelne Schnittteile gehabt hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass man das irgendwie ja zumindest ein paar Millimeter versetzt, doch relativ hoch. Und so ist es echt eine coole, saubere Geschichte. Ich schneide ja jetzt hier an der Oberkante der Tasche die Naht durch, die ich gerade gemacht habe. Die fixiere ich mir, bis ich das gleich über den Reißverschluss einnähe, einfach mit ein paar Klammern, damit die mir nicht abhaut. Auf die Schulterpartie deines Vorderteils legst du nun rechts auf rechts, also schöne Seite auf schöne Seite, dein Rückenteil der Sweatjacke, also die Schultern aufeinander pinnen und dann mit, ja, deiner Nahtbreite, die du über die Nahtzugabe festgelegt hast, an der Nähmaschine oder Overlock fixieren. Bei mir siehst du das jetzt hier wieder an der Ovi, das heißt, ich ziehe mir dann gleich auch die Fadenraupen wieder ein, bevor ich weitermache, dann habe ich das alles schön sauber verarbeitet. Jetzt brauchst du einen der Ärmel. Da hast du dir von deinem Papierschnittteil alle Knipse übernommen. Es gibt eine Markierung für den vorderen Ärmel, für die Schulter und für den hinteren Ärmel. Und jetzt legst du den Ärmel mit dem Vorderteilknips Richtung Vorderteil, rechts auf dein Torsoteil und steckst das wirklich Schulterknips auf Schulterknips. Und mit diesen Markierungen, ja, das ist echt so eine Sache, aber der Schulterknips, der darf nicht verrutschen. Das ist echt elementar beim Einsetzen eines Ärmels, wenn der auch nur einen Zentimeter verrutscht, sitzt der ganze Ärmel nicht und diese Armkugel sieht hinterher komisch aus. Also startest du auch da mit dem Stecken, Schulterknips auf Schulterknips und dann steckst du den Ärmel nach unten zu den Seiten von der Mitte aus, bis du quasi alles fixiert hast in diesem Armausschnitt. Und dann wird das Ganze jetzt gleich an der Maschine geschlossen. Einmal diese ganze Rundung des Ärmels einnähen mit deiner gewählten Nahtbreite. We'll be right back.
die Ärmelnaht und die Seitennaht, die schließen wir jetzt in einem Zug. Dafür legst du den Ärmel rechts auf rechts, unten am Ärmelende, am Ärmelausschnitt unten, und dann legst du dir diese Stelle aufeinander, wo die Seitennaht auf die Ärmelnaht trifft. Das heißt, hier sollte sich das Ganze auch treffen und dann nochmal bei der Seitennaht die Saumkanten aufeinander. Und diese Strecken dazwischen, die kannst du dann einfach locker durchstecken und dann wird diese ganze lange Naht an der Maschine gleich geschlossen. Ich mache das sogar so ein bisschen doppelt gemoppelt. Es gibt, finde ich, so ein paar Nähte, die können ein bisschen mehr Sicherheit vertragen. Wenn du eine Uvi hast, ja, das ist eine hochelastische Naht, aber genau diese Naht ist bei uns gerade oft ein Faktor, wo es Probleme gibt. Gerade unterm Ärmel, die Kiddies, die bewegen sich einfach ein bisschen mehr als wir Erwachsenen. Und das ist echt eine Naht, die schließe ich an der Overlock und dann gehe ich da echt nochmal mit einem Dreifach-Gradstich drüber. Bei den Ärmelbündchen, da mache ich das auch, wenn ich die einsetze, weil das einfach Punkte sind, die erfahren mehr Belastung. Und ja, da ist eine doppelte Sicherung eigentlich ganz gut. Du siehst das auch gleich einmal im Bild. Deine Kapuze besteht aus jeweils zwei Teilen Oberstoff und zwei Teilen Innenstoff. Ich würde dir raten, für den Innenstoff wirklich was Dünneres wie einen Jersey zu wählen. Wenn du das auch aus Sweat oder French Terry machst, kann das schon recht massiv werden. Dann steht die Kapuze immer so ein bisschen auf und hängt auch irgendwie, ja, bei den Kiddies ein bisschen schwer hinten runter. Die Schnittteile dazu legst du dir rechts auf rechts, also die schönen Seiten aufeinander, fixierst das Ganze mit Nadeln oder Klammern und schließt dann diese Rundung der Kapuze an der Nähmaschine. Und dann geht es an die Ösen, da guckst du einfach, wie du die platzierst, ob du nur unten an der Ansatzkante jeweils eine setzt oder auch oben am Scheitelpunkt. Ich finde, das sieht immer ganz cool aus, wenn die Kordel dann oben am Scheitelpunkt nochmal rauskommt. Und ja, da schaust du einfach, wie du das löst. Du solltest die so 3 cm vom Rand platzieren und dir dann diese Markierung durch alle Stofflagen übernehmen. Das heißt, du markierst dir das zum Beispiel mit so einem Trickmarker und dann gleich die Innenseite auch nochmal, damit du dann auf beiden Seiten die Markierungen hast. Denn die brauchst du gleich. Wir wollen diese Ösen verstärken, damit die in diesen elastischen Stoffen wie Jersey oder Sweat einfach nicht ausreißen. Das geht gerade bei den Kindern super schnell. Und deshalb bügeln wir da so ein paar Wonder Dots auf. Wenn du die gerade nicht zur Hand hast, tut es auch ein bisschen. Flieseline, so Bügelanlage, H250 zum Beispiel, geht auch. Ich habe jetzt hier Wonder Dots aufgebügelt und dann loche ich diese Punkte für die Ösen ja gemäß der Angaben meines Werkzeugherstellers. Das ist ja bei jeder Öse und bei jeder Zange anders. Und dann setze ich die Ösen eben so ein, wie es für meine Ösen und mein Werkzeug vorgegeben ist. Eingesetzt werden die Ösen in den Außenstoff, das heißt den nicht diesen Futterjersey, sondern wirklich den Stoff, den du auch für deine Außenjacke verwendet hast, da kommen die Ösen rein. Wenn das erledigt ist, werden die Kapuzen verbunden. Du nimmst beide Kapuzen und steckst sie zunächst oben am Scheitelpunkt, da wo die Naht ist, aufeinander, dass diese Naht sich auf jeden Fall trifft. Die Nahtzugaben legst du entweder auseinander, wenn du mit der normalen Nähmaschine genäht hast, oder wenn du mit der Uvi genäht hast, eine nach links, eine nach rechts. Und von diesem Mittelpunkt aus steckst du dann die Kapuze zu beiden Seiten runter zusammen und dann wird diese Naht an der Nähmaschine geschlossen. Diese zusammengenähte Kapuze, die wendest du dir jetzt, dass du die schöne Seite siehst. Und dann siehst du, rollst du hier die innere Kapuze so ein bisschen nach innen. Diese Naht, die musst du jetzt mit den Fingern so ein bisschen ausrollen, dass der Stoff sich da nicht so einfludelt. Das Ganze fixierst du am besten auch mit ein paar Klammern, denn gerade bei dem Jersey bleibt es einfach nicht so. Das machst du jetzt für den ganzen Ausschnitt der Kapuze.
Und dann wird diese Naht, wird dann nochmal eine Naht gesetzt. Das wird abgesteppt, damit die Kordel hinterher nicht einfach in der Kapuze rumschludert. Das machst du am besten so mit 4 cm Breite. Musst gucken, dass du an deinen Ösen da gut vorbeikommst und musst auf jeden Fall beim Annähen gucken, dass du dir da innen keine Falten einnähst. Da kann man ruhig zwischendurch beim Nähen immer mal wieder einen Blick drauf werfen. Für die Ärmelbündchen nimmst du dir jeweils ein Stoffstück, legst es rechts auf rechts, die schönen Seiten aufeinander, fixierst diese Kante mit ein paar Stoffklammern oder Nadeln und dann wird diese Naht an der Maschine geschlossen. Das siehst du hier dann schon mal. Wenn das erledigt ist, dann krempelst du das Bündchen so nach oben, dass die Naht nicht mehr zu sehen ist. Das heißt, du siehst dann innen und außen eine schöne Verarbeitung und die Oberkante, die steckst du genau aufeinander und kannst das Ganze am besten auch mit ein paar Klammern fixieren. Und dann wird das Bündchen auch schon eingenäht. So wie das jetzt ist, steckst du das dann in den Ärmel, rechts auf rechts. Die Jacke ist noch auf links gedreht, das siehst du hier, die schöne Seite liegt innen. Und dann steckst du das Bündchen so rein, dass die Nähte sich treffen. Also die Naht vom Bündchen zusammennähen und die Naht vom Ärmel zusammennähen. Die stecke ich jetzt als erste aufeinander und dann die gegenüberliegenden Seiten. Dafür dehne ich mir das einfach so ein bisschen. Und dann kannst du so leicht gedehnt dir noch ein, zwei Punkte mit Stoffklammern feststecken und dann wird das Ganze zusammengenäht. Wenn ich das an der Overlock nähe, dann gehe ich dahinter auf jeden Fall nochmal mit einem Dreifachgradstich nebenher, denn auch das ist bei uns oder bei manchen Kind zumindest so eine neuralgische Stelle, die sich gerne mal in Wohlgefallen auflöst, weil da irgendwie beim selber Anziehen so viel Zug drauf ist. Weiter mit der Kapuze an der Oberkante deiner Jacke misst du dir jeweils deine Nahtzugabe ab. Bei mir ist das hier ein Zentimeter und da kann ich dann einfach wunderbar an der Oberkante so einen Wunderclip reinstecken. Die sind nämlich genau einen Zentimeter breit und dann markiere ich mir erstmal die hintere Mitte, indem ich hier die Nähte aufeinander lege und dann einfach mit dem Wunderclip diesen Falz markiere. Und so kann ich dann an dieser Mittelmarkierung rechts auf rechts, also Oberstoff auf Oberstoff, dieser Futterstoff der Kapuze, der guckt mich jetzt hier an. Und so lege ich dann die Naht der Kapuze auf diese Mittelmarkierung. Dann gibt es an der Kapuze auf dem Papierschnittteil einen Schulterknips. Das siehst du hier. Den klippst du auf die Schulternaht. Es ist also wirklich wichtig, sich diese Knipse aus dem Papierschnittteil zu überlegen. Nicht überlegen, übernehmen, denn das garantiert dir ein passgenaues Einnähen. Und die vordere Kante, die endet an der Markierung, die du vorhin gemacht hast. Das heißt, es wird nicht bis ganz vorne festgesteckt, sondern es bleibt eben deine Nahtzugabe vorne frei. Und dann nähst du am besten wirklich an der normalen Nähmaschine mit dem elastischen Stich, also Dreifachgradstich oder Zickzackstich oder Fake-Overlock-Stich, die Kapuze schon mal an dem Jackenteil an. Ich mache das jetzt hier innerhalb der Nahtzugabe, also mit ein bisschen weniger als meiner eigentlichen Nahtzugabe, weil das später ja noch mit dem Beleg verblendet wird und so kann ich mir dann sicher sein, dass ich hinterher nicht aus Versehen eine Naht sehe, wenn ich da irgendwie nicht ganz so genau bin. Es geht ans Saumbündchen, das habe ich mir an einer Längskante in der Mitte markiert, genauso die Unterkante der Jacke. Die untere Kante vom Saumbündchen, die habe ich jetzt hier schon mal mit der Overlock versäubert, denn die sieht man hinterher innen. Das ist also eine gute Variante, die schon mal eben zu versäubern. Und dann lege ich rechts auf rechts das Saumbündchen, das klappe ich hier so nach oben und setze diese Mittelpunkte aufeinander. Und dann stecke ich das kurze Ende hier vorne an der Jackenkante fest. Du siehst, du musst gegebenenfalls den Stoff hier gerade an diesem Taschenansatz da wieder so ein bisschen auseinanderfriemeln.
und dann das Ganze gleichmäßig gedehnt feststecken. Ich würde dir raten, nicht zu viele Klammern oder Nadeln zu nehmen, denn gerade wenn man gleichmäßig dehnen will, ist es echt besser, das nicht in zu viele Strecken zu unterteilen. Also so 3, 4 Klammern oder Nadeln, die sollten eigentlich echt reichen. Ja, und dann wird das Ganze eben unter Zug an der Nähmaschine oder Overlock festgenäht. Ich klappe das Bündchen jetzt hier einmal kurz wirklich genau Kante auf Kante nach oben, damit ich mir die Mitte vom Bündchen markieren kann. Das wird beim Reißverschluss gleich wichtig. Auf die vordere Kante von der Jacke, die wir vorhin aufgeschnitten haben, kannst du, wenn du magst, ein Nahtband aufbügeln. Das erleichtert das Einnähen des Reißverschlusses ungemein, weil das einfach die Dehnung da so ein bisschen nimmt. Ja, es macht einfach das Einsetzen vom Reißverschluss dann ein bisschen einfacher. Und dieses Nahtband, das wird aufgesetzt von der oberen Kante bis zur Hälfte des Bündchens, die wir uns gerade markiert haben. Jetzt siehst du das hier bei mir, da ist dieses Nahtband dann schon aufgebügelt. Reißverschlüsse haben selten die passende Länge. Du kannst gegebenenfalls oben an deinem teilbaren Reißverschluss einfach mit einer Zange ein paar Zähnchen rausknipsen und dann das Band entsprechend so ein bisschen einkürzen, dass du oben wieder so 2-3 cm Überstand hast. Den Kindschutz machst du am besten aus dem dünneren Stoff, also aus Jersey- oder Bündchenstoff. Da legst du die Teile einfach rechts aufeinander und schließt nur die Rundung. Diese gerade Kante vorne, die bleibt offen. Jetzt geht's an den Reißverschluss. Den rechts auf das Jackenvorderteil stecken, also die Raupe liegt innen. Das obere Band zu dir ein bisschen umschlagen und nicht direkt an der oberen Kante starten, denn da haben wir ja noch diese Nahtzugabe freigelassen. Das heißt, du startest so ja, einen halben Zentimeter unterhalb der oberen Kante und dann steckst du das ohne Zug einfach schön sauber nach unten durch und dann endest du an dieser Markierung auf dem halben Bündchen. Wunder dich bitte nicht, ich habe hier die Reißverschlussfarbe nochmal gewechselt, weil mir das irgendwie mit dem Gelb vom Bündchen und den Tascheneingriffen bei mir nicht harmonierte. Das waren zwar so völlig unterschiedliche Töne, also jetzt in Mint. So, und dann nimmst du dir deinen Kinnschutz, den du vorbereitet hast, und legst den einmal um den Reißverschluss. Diese Rundung, die du zusammengenäht hast, die zeigt zur Innenseite der Jacke die offene Kante zur offenen Kante. Und da siehst du, wie das festgesteckt ist. Es ist hier ein bisschen dicker. Musst du gleich beim Annähen auch gucken, dass du da mit deiner Maschine langsam nähst und gut drüber kommst. Und dann den Reißverschluss am besten mit dem Reißverschlussfüßchen annähen. Damit kommst du halt einfach viel, viel näher an die Raupe vom Reißverschluss. Wenn du an den Zipper kommst und der dir im Weg sein sollte, dann kurz anhalten. Die Nadel im Stoff stehen lassen, das siehst du hier, damit die Naht nicht verrutscht, Füßchen heben, Zipper verschieben und dann geht's weiter. Am Anfang und Ende der Naht natürlich gut verriegeln. Jetzt geht's schon an die zweite Seite vom Reißverschluss. Dafür diesen eingenähten Teil umklappen, also so legen, dass es aussieht, wie es später auch aussieht, wenn die Jacke fertig ist. Und dann die Jacke mit der rechten Stoffseite auf den Reißverschluss klappen. Ich fange hier an der Tasche. Ich möchte ja, dass sich das trifft. Also lege ich mir hier diese Nähte, diese Kanten aufeinander. Der Reißverschluss sollte dabei beim Stecken auch unbedingt geschlossen sein. So kannst du gewährleisten, dass sich diese Nähte hinterher auch wirklich treffen. Jetzt lege ich mir hier die Bündchen aufeinander und stecke genau diesen Punkt erstmal fest. Und oben am Kapuzenansatz mache ich das auch nochmal. Und dann kann ich diese Teile dazwischen stecken. Dann habe ich aber gewährleistet, dass, wenn die Jacke geschlossen ist, sich diese Oberkante der Tasche trifft, die Bündchen treffen und die Kapuze am Ansatz oben trifft. Und dann sieht das Ganze schon eigentlich immer recht professionell aus. Oben das Band vom Reißverschluss, das wird wieder nach außen umgeschlagen und einfach mit festgepinnt. Ja, und dann wird der Reißverschluss auch hier wieder mit dem Reißverschlussfüßchen festgenäht. Ob du das mit geschlossenen oder offenen Reißverschluss machst, das ist einfach ein bisschen Geschmackssache. Ja, und wenn du das vorher alles gut gesteckt hast, dann bekommst du ein wirklich schönes, sauberes Ergebnis, wo sich eben auch die Kanten dann alle treffen, wie sie sollen. Fast Endspurt. Damit das Ganze auch von innen schön verarbeitet ist, machen wir jetzt Reißverschlussbelege. Dafür hast du einmal diese Vorderteile und dieses Halsausschnittteil und die legst du jetzt rechts auf rechts aufeinander und dann werden diese Mini-Schulternähte da oben an der Maschine geschlossen. Beim Einstecken des Beleges lasst jetzt ruhig ein bisschen Zeit, es kann ein bisschen fuckelig sein. Wir starten in der Mitte
des Hinterteils. Also du siehst hier die Kapuze oben liegen und setzt eben genau die Mitte dieses Halsausschnittbeleges, dieses kleineren, runderen Teiles, auf diese Naht von der Kapuze und dann kannst du die Schulternähte aufeinander stecken. Da musst du immer das Teil so ein bisschen hin und her wenden und wirklich bis zur vorderen Kante durchstecken. Wir hatten da ja ein bisschen Platz gelassen, da wirst du dann gleich merken, warum das Sinn macht, da einfach ein bisschen Nahtzugabe freizulassen, auch beim Reißverschluss einnähen. Und dann kannst du erst die obere Kante hier stecken, rechts auf rechts, und dann den Beleg an beiden Seiten danach vom Reißverschluss auch nach unten stecken. Wie gesagt, das ist ein bisschen fuckelig, lass dir da einfach gerne ein bisschen Zeit. Wenn du das alles sauber durchgesteckt hast, dann kannst du den Beleg an der Nähmaschine, das mache ich jetzt also auch nicht an der Overlock, sondern an der normalen Nähmaschine, mit deiner Nahtbreite und einem elastischen Stich, also Dreifachgradstich oder Zickzackstich, einnähen. Bevor es aber gleich ans Festnähen geht, müssen wir noch eine Kleinigkeit am Bündchen erledigen. Hier siehst du jetzt erstmal noch, wie ich den Beleg rechts auf die linke Seite des Reißverschlusses stecke. Das bis unten durch, wo eben diese Markierung ist auf dem Bündchen, wo der Reißverschluss endet. Und bevor wir das Ganze jetzt festnähen, klappst du das Bündchen nach oben. Wirklich einfach so nach oben klappen, so dass das unten diese Reißverschlusskante wirklich umschließt. Und das sollte auch relativ dicht am Ende des Reißverschlusses unten sein, dass das da hinterher nicht irgendwie was übersteht. Dann treffen sich die Kanten nämlich nicht mehr. Genau, und dieses Stück, was du hochgeklappt hast, das nähst du jetzt an beiden Seiten als erstes fest, bevor dieser Beleg eingenäht wird. Also erst an beiden Seiten dieses hochgeklappte Bündchenstück fixieren und dann an der Maschine den ganzen Beleg festnähen. Eine Sache noch, ich habe den Beleg ja hier an der Overlock schon mal versäubert, das hast du gerade gesehen. Wenn du keine Overlock hast und diesen Beleg nicht versäubern kannst, dann musst du hier, bevor du dieses Stück am Bündchen schließt, die Kante vom Beleg rechts auf rechts nach innen einschlagen. Ich habe dir dazu ein Bild eingeblendet, das ist dann die Alternative. Dann wird der ganze Beleg hinterher beim nochmal feststeppen wirklich eingeschlagen. Das spare ich mir, weil ich ja die Ovi habe und das Ganze jetzt versäubert habe und das dann von innen auch prima aussieht. Jetzt markierst du dir an der noch offenen Kante vom Bündchen und an der Jacke im Rückenteil die hintere Mitte und dann steckst du das Bündchen, was jetzt noch offen ist, nach oben. Das heißt, du hast es ja an diesen Belegen schon umgeklappt und festgenäht und jetzt steckst du den Rest einfach auch auf die schon festgenähte Kante und zwar einfach gleichmäßig. Deshalb hier so ein paar Punkte mit den Klammern markieren, dass du das wirklich gleichmäßig fixiert kriegst da oben, denn das ist ja so ein bisschen unter Zug. Und wenn du da ein paar Punkte gesteckt hast und das Gefühl hast, das ist alles gleichmäßig und es zieht nichts schräg, dann kannst du dieses Bündchen an der Nähmaschine, auch hier wieder normale Nähmaschine, elastischer Stich, also Dreifachgrad oder Zickzack, festnähen. Und zwar so nah wie möglich an den Reißverschluss. Ganz nach vorne kommst du nicht, beziehungsweise du sollst ja auch nicht in die Raupe nähen. Also einfach so weit nach vorne, wie du kommst, festnähen. Hattest du den Beleg nicht versäubert, dann hast du ja vorhin das erste Stückchen unten eingeschlagen und das müsstest du dann jetzt im Prinzip bei deinem ganzen Beleg rundherum auch machen. Also die Nahtzugabe nach innen schlagen und das Ganze feststecken. Das spare ich mir jetzt hier, ich habe es ja versäubert. Ich stecke jetzt einfach den Beleg schön glatt liegend an der Jacke fest und gucke halt wirklich immer auf der anderen Seite, dass ich mir da nicht irgendwelche merkwürdigen Falten einlege. Und dann wird dieser ganze Beleg an der Nähmaschine nochmal abgesteppt. Das mache ich jetzt aber mit einem normalen Geradstich, der läuft einfach schöner durch und das muss auch eigentlich kein elastischer Stich mehr sein. Thank you.
So, jetzt haben wir zusammen diese coole Kinderswettjacke genäht. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, du konntest mir gut folgen und es hat dir Spaß gemacht. Lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal, dann verpasst du hier kein neues Video mehr. Auf dem Snap-YouTube-Kanal, da kann man auch immer gut mal vorbeischauen. Da gibt es regelmäßig tolle neue Nähanleitungen und meistens wirklich nach Gratis-Schnittmustern aus dem Snappy-Magazin. Und für noch mehr Nähinspiration, schau doch auch gerne mal bei mir auf dem Instagram-Account und auch bei Snappy auf dem Instagram-Account vorbei. Da gibt es mal alles Mögliche rund ums Thema Nähen. So, und lass mir gerne in den Kommentaren noch eine Info da, wie dir das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner neuen Sweatjacke, beziehungsweise der Sweatjacke deiner Kids. Und sag ciao, bis zum nächsten Mal.